Hi, meine Lieben. Ich wollte doch eigentlich was ganz anderes machen. Und zwar wollte ich eigentlich gar nicht filmen. Aber das hat mit meiner Webcam nicht funktioniert, weil ich wollte euch eigentlich ein Video auf Facebook hochladen, dass zumindest die Leute, die auf Facebook mir auch folgen, dann wissen, was ja in den letzten 5 Tagen mit mir passiert war. Vielleicht wissen das die einen oder anderen halt, wie gesagt, die mich auch auf Facebook verfolgen schon, dass ich gesundheitlich nicht so auf dem Dampfer bin. Dementsprechend sehe ich wahrscheinlich auch noch total furchtbar aus. Aber das ist mir egal. Ich bin gerade in den Urlaubsvorbereitungen und ich wollte nur einen kurzen kleinen Vlog abgeben, um euch einfach über den Stand der Dinge ja aufzuklären, was jetzt passiert ist bzw. passieren wird. Und was ich heute noch Freudiges erlebt habe, beziehungsweise ja, zu mir nach Hause genommen habe. Aber ich fange jetzt erstmal damit an, dass ich ja am Sonntag war ja mein Zweijähriges über meinen Kanal. Da habe ich mich ja richtig drüber gefreut und ich freue mich auch total, dass es wirklich super bei euch ankommt und dass schon ganz viele mitgemacht haben. Und ich hatte da ja noch nicht drunter geschrieben, wie lang ich das diese Verlosung laufen lasse, beziehungsweise auch allgemein die Bedingungen habe ich noch nicht geschafft, runter unter die Infobox zu schreiben. Aber ich denke mal, so wie ich das gelesen habe durch die Kommentare, seid ihr eigentlich recht gut damit zurechtgekommen und ihr gebt mir auch all das, was ich eigentlich von euch ja angefordert, hört sich blöd an, aber was ich mir halt erwünscht habe von euch. Und das hat auf jeden Fall funktioniert. Deswegen werde ich jetzt nur mit diesem Video euch sagen, dass ich diese kleine Verlosung, dieses Dankeschön für die letzten 2 Jahre noch bis zum 15.06. laufen lasse, einschließlich bis, sag ich mal, 23:59 Uhr. Und zudem muss ich noch zu sagen, dass ich in der Zeit noch im Urlaub bin. Ich komme erst den Samstag da, also den 16. wieder, weil ich jetzt morgen für 2 Wochen wegfliege. Nach Fuerteventura mal wieder. Es wird aber kein Follow-Me-Around-Video geben, weil ich hatte ja schon so eins letztes Jahr gedreht und wir fliegen wieder genau an dieselbe Stelle. Und deswegen ist das ja langweilig, wenn ich das nochmal machen würde. Aber ich nehme meine Kamera trotzdem mit. Vielleicht fallen ja ein paar andere kleine Dinge auf oder an, die ich eventuell abdrehen könnte, weil es mir vielleicht gerade passend ist. Und um dann einfach, ja, mal wieder was Schönes aus dem Urlaub. Ich finde das immer toll, mir meine Videos anzugucken, wenn ich im Urlaub was gefilmt habe. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall ist erstmal ganz viel Erholung angesagt, weil ich war, wie gesagt, bis heute Morgen noch im Krankenhaus gewesen. Ja, ich hatte einen oder ich habe einen Darm- und Harninfekt. Gott sei Dank, es war nämlich erst Verdacht auf Blinddarm und das wäre natürlich ganz, ganz schlecht geworden, wenn ich jetzt hätte operiert werden müssen. Aber ich bin ganz viel am schwarzen Tee trinken, weil ich gelesen habe, dass das wirklich gut tun soll. Und ja, nehme halt auch noch Antibiotika und so. Ist halt alles ein bisschen blöd. Ich fühle mich auch noch nicht ganz fit, ist natürlich klar. Aber ich werde mich jetzt erstmal definitiv erholen im Urlaub und werde jetzt erstmal wieder fit werden, weil das steht erstmal an erster Stelle an. Ja, das war jetzt so das, was jetzt in den letzten Tagen Fakt war. Und ja, jetzt habt ihr auch mitgekriegt, ich fliege dann morgen in den Urlaub. Und dann habe ich heute noch, beziehungsweise gestern, das habe ich auch schon auf Facebook erwähnt, eine Nachricht von DM gekriegt, weil die meisten, weiß ich gar nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt, es gab so eine Aktion vor ein paar Wochen, wo DM so eine kleine, wie so eine Art Box of Beauty, wie man hier von Douglas, die ich zum Beispiel auch abonniert habe, kennt, dass man dort auch für die nächsten 3 Monate, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, so eine kleine, so Testboxen auch zugeschickt kriegt. Allerdings waren die auf 5.000 limitiert. Und ich habe es noch geschafft, unter den 5.000 Glücklichen zu landen. Und dementsprechend habe ich gestern die Mail gekriegt, dass ich die mir abholen kann bei mir in meinem DM-Laden. Und das habe ich getan. So sieht sie aus, die Box. Zumindest schon ausgepackt. Finde ich ganz toll aufgemacht. Ich habe auch schon Fotos geschossen. Das werde ich euch aber alles in einem ganz separaten Video nochmal präsentieren, wo ich euch auch die ganzen Produkte nochmal vorstellen werde. Aber ich freue mich, dass ich die bekommen habe. Und ja, dass ich wenigstens vor meinem Urlaub das noch alles erledigen konnte. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es gibt Produkte für Jung und Alt, so viel kann ich schon mal sagen. Das sind wirklich ganz tolle Sachen. Und ich freue mich drauf, darüber ein Video zu drehen. Und ich werde auch die Dinge, die ich da drin habe, definitiv mit im Urlaub zum Testen mitnehmen.
Ja, das war es auch schon, was ich euch sagen wollte. Also ihr wisst jetzt, bis zum 15.06. lasse ich den kleinen Dankeschön-Contest noch laufen. Und ja, wie gesagt, danke an jetzt über 2400 Abonnenten. Ich hatte ja zwischendurch, dadurch, dass wieder Inaktive deaktiviert wurden auf YouTube, wieder ganz viele verloren. Aber ich habe wieder meine 2400 erreicht und das freut mich. Und ja, das ist halt was ganz, ganz Tolles und ich freue mich halt tierisch über diese Zuschauer, die mir doch so treu sind. Okay, das war's gewesen. Ja, wenn ihr Lust habt, mir auf Facebook zu folgen, weil ich werde definitiv auch bestimmt hin und wieder mal das ein oder andere Outfit oder Make-up oder sonstige Real-Life posten von mir im Urlaub, weil ich da mit Sicherheit das ein oder andere Mal erleben werde. Und ich denke mal, das hatte ich letztes Jahr auch so, dass ich mir dann wieder WLAN anschaffe, wenigstens mal so für 10 Minuten oder so am Tag mal online komme, einfach mal meine E-Mails abchecke und dann vielleicht euch mal so einen kleinen Post sende, was denn so bei mir ansteht. Und wenn ihr da Lust drauf habt, ihr könnt mir da wirklich gerne ein, ja, auf Facebook folgen und dann können wir in Kontakt stehen, auch in den nächsten 2 Wochen und in der folgenden Zukunft und so. Ja, also. Wie gesagt, die Links, also den Link wollte ich, wie gesagt, habe ich noch nicht gesagt, aber ich sag's euch, den Link von meiner Facebook-Seite findet ihr unten in der Infobox drin, wenn ihr da Lust habt. Und ja, mein Schatz, hi! Ja, und jetzt werde ich noch meine Sachen packen, die ich jetzt auch schon angefangen habe auszuräumen. Das geht jetzt grazifazi. Und dann werde ich hier meinen kleinen Schnuckel wegbringen. Mein kleines Baby. Die werde ich in den Katzenurlaub schicken. Und dann in 2 Wochen da abholen. Aber ihr geht es da immer gut. Das ist was ganz Tolles. Das ist so ein kleines Katzenhotel. Und da weiß ich, sie ist gut aufgehoben. Ja, so, das war's gewesen. Ich will mich beeilen, damit ich das alles noch schaffe und noch ein bisschen Zeit mit meinem Schatz genießen kann. Weil der nicht mit kann. Der muss nämlich auf Montage. Der muss arbeiten. Ja, naja. Deswegen, ich wollte euch Bye-bye sagen. Wir sehen uns wieder, wenn ich wieder da bin und es wieder Videos von mir gibt. Und dann hoffe ich, hoffentlich bin ich dann auch wieder komplett gesund. Also macht's gut, meine Hübschen, bleibt putzmunter und lasst euch nicht unterkriegen von keinem. Dicken Kuss an euch, ich denke an euch und vielleicht bleiben wir ja im Kontakt. Das würde mich auf jeden Fall freuen und ja, macht's gut. Ciao!